Hey Friends, einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal aus einer komplett anderen Perspektive, denn wir befinden uns gerade hier in meinem Studio. Und eigentlich war das eine spontane Idee, denn ich wollte ein anderes Video drehen, aber ich dachte mir, wir verbinden das Ganze gleich miteinander und wir sortieren Lidschattenpaletten aus. Ungewöhnliche Perspektive. Ich weiß nicht, wie der Ton ist. Ich filme das Ganze gerade tatsächlich mit meinem iPhone und hoffe, dass das Ganze halbwegs akzeptabel ist. Aber ihr wisst ja, ich produziere... Oh, meine Knie. Ihr wisst ja, ich produziere gerade so ein bisschen vor und wollte eigentlich ein Video drehen, was... Ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt oder nicht, deswegen verrate ich noch nichts. Ich habe eine Lidschattenpalette gesucht und dann habe ich festgestellt, dass hier... die Schubladen klemmen, denn sie sind extrem, extrem voll und das kann nicht sein. Und ich dachte mir, wir sortieren einfach rigoros aus. Ich werfe die Paletten nicht weg, sie kommen hier in diese Box und ich bringe die Paletten dann in den Keller, weil ich glaube, in 2 Jahren kann ich ein Video damit machen mit, was habe ich damals in den Keller gebracht und dann können wir da einfach nochmal drüber reden. Deswegen werde ich euch jetzt einfach alle Paletten zeigen. Ich setze mich hier gleich hin, ich habe hier nämlich eine kleine Bank. Und wir packen alles hier in diese Kiste, Freunde. Falls ihr mehr solcher Videos oder generell Videos von mir sehen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt, falls ihr gerne Ausmist-Videos seht. Ich würde mich freuen. Ich würde vorschlagen, wir fangen an. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Schubladen voll mit Lidschatten. Ein paar Sachen kommen weg, wo ich einfach weiß, die benutze ich nicht, die verschenke ich oder sie kommen in den Müll, denn unter anderem habe ich hier 2 Paletten. Das sind die Fake-Versionen von den Anastasia-Paletten. Ich hatte damals, bevor ich mit YouTube angefangen habe, habe ich mir die gekauft und dachte mir, die sind cool. Sind sie nicht. Deswegen kommen die definitiv auch gleich weg. Was auch weg kann, ist diese Palette hier. Die ist von Root Cosmetics. Die kommt aber nicht in den Müll, sondern die kommt in den Keller. Das ist eigentlich ein 1:1 Dupe zu der Morphe und Jaclyn Hill Palette. Ich brauche sie hier oben nicht. Sie nimmt einfach zu viel Platz weg. Und ich zeige euch gleich, wenn es ein bisschen leerer ist, diese Einlegeböden. Da passen halt einfach nicht alle Paletten rein. Deswegen die jetzt einfach auch wegkommen. Welche ich auf jeden Fall behalte und auch hier oben behalte, ist einmal die Carnival XL Pro Palette und die Jeffree Star X Morphe Palette. Die sind super schön, da sind viele, viele Farben mit drin und man kann richtig, richtig gut damit arbeiten. Was aber in den Keller kommt, ist die 2. Carnival XL Pro Palette. Ich habe die 2 oder 3 Mal sogar irgendwo rumfliegen und deswegen kann die weg. Dann habe ich hier eine Contouring-Palette von Morphe. Ich weiß gar nicht, warum sie da drin lag. Hier eine von Essence. Das ist die Fall Back to Nature-Palette. Eher so ein bisschen kühler. Kennt ihr bestimmt. Kommt in den Keller. Genauso wie... Die kann eigentlich auch weg. Das ist auch so eine Focalure. Das ist irgendwie auch so ein Dupe zu den Huda-Dingern oder so. Ich will halt keine Fakes mehr hier haben. Dann bleiben definitiv hier oben die BH Cosmetics Paletten. Ich habe hier einmal die Trendy in Tokyo Palette. Die ist recht neu, deswegen bleibt die auch hier oben noch. Und die Illuminating in Ireland Palette. Davon habe ich mehrere. Also da gibt es ja jedes Jahr irgendwie welche. Ich habe hier nämlich die Summer in Saint-Tropez Palette. Die Beautiful in Barcelona Palette. Geht es hier schon nicht mehr zu. Die Glowing in Greece Palette. Die Blushing in Bali Palette. Halleluja. Ich kann ja eigentlich einen ganzen DM aufmachen hier. Die bleiben auf jeden Fall hier oben. Da muss ich mal schauen, wie ich das Ganze einsortiere. Denn die sind wirklich gut von BH Cosmetics. Ihr wisst es, ich liebe die Lidschatten von BH. Nicht alle, beispielsweise die Color Festival Palette. Die war nicht ganz so meins. Deswegen kommt die runter. Die benutze ich nicht. Take Me to Ibiza. Ja. Kann runter. Ich muss halt hier wirklich die Sachen drin haben, die ich regelmäßig benutze und die ich auch wirklich gut finde. Welche weg kann, ist die hier von Rival de Loop. Das ist die Pop Arts LE. Lethal Cosmetics bleibt definitiv. Da habe ich nämlich, glaube ich, 2 oder 3 mittlerweile von. 3 verschiedene. Leider haben die unterschiedliche Maße, aber die bleiben definitiv da. Dann hatte ich mal in einem Video hier diese von Revolution getestet. Das ist die Fortune One Palette. Furchtbar.
wirklich furchtbar. Aber die hebe ich auf, denn das sind so Paletten, da kann ich mir vorstellen, sie in 2, 3, 4, 5 Jahren einfach nochmal aus dem Keller zu holen und zu schauen, wie ist der Standard jetzt und wie ist er damals. Was ebenfalls runterkommt, ist die Smashbox-Palette. Eigentlich kann die weg, das ist so eine ganz, ganz kleine, total langweilig. Ich habe einige. Welche auch wegkommt, ist diese hier, die Clean ID-Palette. Wobei, die hebe ich mal auf, weil ich glaube, dass Catrice die Clean ID-Reihe weiter ausbauen wird. Deswegen kommt die in den Keller. Die Make-up-Palette bleibt auf jeden Fall. Ich liebe, liebe, liebe diese Farben. Das ist total peachy und total schön. Genauso wie die neue hier von Catrice. Das ist die Next Gen Nudes Palette. Welche runterkommt, ist die von Essence. Diese ganzen Limited Edition Lidschattenpaletten, die benutze ich halt einmal und dann nie wieder. Marc Jacobs Moschino Palette ist eine Handyhülle mit dran, aber ich habe halt kein iPhone 6 mehr. Und dann kommt runter die... Ne, die bleibt auch hier. Das ist die andere neue von Catrice. Welche runterkommt, ist die Essence Savadi Bangkok Palette. Die Mesa Uda Palette bleibt hier oben. Die Tartelette Palette bleibt hier oben. Und auch die Tartelette Toasted Palette bleibt oben. Runter kommt die Essence Ola Rio Palette. Genauso wie die Catrice Crystallized Palette. Das sind halt alles Paletten, die nicht mehr produziert werden. Deswegen packe ich das einfach runter. Welche wegkommt, ist diese Kylie-Palette hier. Auch das ist ein Fake. Ich unterstütze keine Fake-Make-up-Produkte. Deswegen tschüss. Luvia Romantic Barock Palette bleibt auch hier oben. Runter können diese Revolution-Paletten. Ich finde die ehrlich gesagt nicht so cool. Ich bin nicht so der größte Fan von Revolution. Abgesehen von den Influencer-Collabs. Hier die Kisu-Palette bleibt definitiv hier. Zu der greife ich immer noch, vor allem auch wegen der Highlighter. Ich verstehe auch manchmal nicht, warum ich manche doppelt habe. Die Crystallized-Palette habe ich zum Beispiel zweimal. Deswegen kann ich die einmal hier doch oben lassen. Die kommt auch runter. Die Chocolate Blood Sugar Paletten Dupe von Revolution. Dann habe ich hier die Mesa Uda Kissable Lippen Palette. Die ist gut, aber benutze ich die eher selten. Dann komme ich vielleicht mal zu den Lippenprodukten. Hier habe ich noch einmal von Houston eine Palette. Essence Wanted Sunset Dreamers. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich habe die geliebt, die Palette. Aber die müssen nicht hier oben sein. Max and More True Shades Palette. Mein Schoß ist voll, die Schublade ist leer und ich zeige euch jetzt mal kurz, wie die Schublade aussieht. Das sind hier einmal diese Einlegeböden. Ich habe die von Tidy Ups da mal in einer Kooperation damals bekommen. Ist keine Kooperation jetzt, aber die sind ganz praktisch. Das Problem ist, dass nicht alle Paletten hier reinpassen. Hier so die Tarte oder Mesauda Paletten passen hier definitiv rein. Und dann kann man auch zwei zum Beispiel zusammenpacken. Was habe ich hier noch? Mesauda, kann zu Mesauda kommen. Und die ist auch eine Limited Edition von Catrice gewesen. Die kommt auch in den Keller. Dann habe ich hier die Stella Collusion Palette. Die bleibt, glaube ich, hier. Welche waren das? Die, ja, die bleibt hier. Aber die packen wir mal hier nach hinten. Das Problem ist, so gut ran. Und das würde ich jetzt einmal schnell einsortieren. Okay, weiter geht es. Ich habe jetzt die eine Schublade schon fast fertig. Ich habe denselben Bumsi aber nochmal unten. Ich habe hier noch eine von BH. Schade, die passt hier nicht mehr rein. Oder doch, das passt. Aber Millimeterarbeit hier. Ich will, dass das so ein bisschen strukturiert hier drin ist. Ob es mir gelingen wird, Freunde? Ich glaube nicht. Okay, die Schublade ist eigentlich voll. Schade, dass das nicht so reinpasst. Aber wenn ich die... Ah, nein! Wenn ich sie drehe, dann passt es. Ich weiß, das ist alles meckern auf hohem Niveau und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die Chance habe, so viele Paletten zu haben. Das Problem ist nur, ich habe hier oben, ihr habt meine Roomtour wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber ich habe hier nicht so viel Platz, dass ich hier überall Paletten rumfliegen lassen kann. Deswegen machen wir hier weiter und da habe ich noch eine Catrice-Palette. Das ist die Nude Peony Palette. Die kommt in die Catrice-Ecke hier mit rein. Da sammle ich, also so ein paar Geschichten
lasse ich so zusammen, die als Set sind. Die BH Cosmetics Paletten, die Catrice Paletten, die Tarte Paletten gehören irgendwie auch zusammen. Die passt aber hier nicht mehr rein, schade. Ich habe hier noch einmal die Eye Magic Palette. Das ist auch so eine Amazon Palette, eine der besten T-Shirt Paletten überhaupt. Aber auch da weiß ich nicht, was drin ist, deswegen kommt die weg. Sowas kann ich und möchte ich euch nicht zeigen. Ich möchte nicht, dass ich wissentlich weiß, dass ich euch Sachen verkaufe, wo ich nicht weiß, was daran ist. Deswegen lassen wir das. Das kommt definitiv beiseite. Dann habe ich hier eine neue von Essence. Die ist süß. Ich weiß aber, dass ich die in den nächsten Wochen noch vielleicht, die benutze ich vielleicht noch. Seht ihr? Die packe ich hier mit hin. Die kann man nämlich schön aufstellen. Genauso wie diese kleine von We Makeup. Die habe ich mir selber mal zusammengestellt. Total süß. Werde ich auch nie wieder in meinem Leben benutzen, aber die ist süß. Was auch wegkommt, ist die... Nee, die kann nicht weg. Das ist die Kylie Palette. Die allererste Kylie Cosmetics Palette. Ihr könnt sehen, ich habe gefühlt in jedem Pfändchen Hit the Pan. Die gibt es ja noch. Das... Habt ihr auch so Verbindungen zu Make-up, wo ihr denkt, das könnt ihr irgendwie nicht wegmachen, ihr wollt das, ja, einfach aufheben? Irgendwie so fühle ich mich gerade. Das ist alles, hat alles irgendwie eine Geschichte und deswegen kann ich mich auch, ich kann halt nicht alles wegwerfen, das ist zu schade. Wenn ich sehe, irgendwas ist hier noch original verpackt oder so, dann hebe ich das natürlich auf und gebe es euch. Aber so benutzte Sachen, weiß ich nicht. Ich habe hier noch eine Palette von Luvia, das ist die Shaping Palette. Die habe ich ganz gerne, ich mag diesen Bronzing-Ton sehr, 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 sehr gerne. Der ist etwas wärmer und ist im Sommer wunderschön. Die hebe ich auch auf. Dann die neuen Paletten von Hatice Schmidt. Ich liebe sie. Ich liebe diese Paletten über alles, Freunde. Sie sind so, so gut. Ich habe hier eigentlich hier hinten so ein paar Influencer-Collabs reingemacht. Die passt jetzt hier aber nicht mehr hin. Deswegen kommt die erstmal kurz hier zur Seite. Dann hier von Nabla die Cutie Palette. Auch eine wunderschöne Palette. Ich habe aber auch mehrere von Nabla. Deswegen sammle ich die jetzt erstmal hier auf meinem Schoß. Noch eine Influencer Collab BH und Mrs. Bella. Noch eine von BH und Ellie. Die Riviera Palette. Sie bleibt, weil ich habe da meine Seele für verkauft. Runter kommt die Catrice Highlighter Palette. Auch da weiß ich nicht, warum die hier drin liegt. Genauso wie diese Spices-Palette von Catrice. Die ist auch mega, mega gut. Ich liebe die matten Farben von Catrice, aber ich greife dazu nicht. Hier ist noch eine von We Makeup. Auch die habe ich mir selber zusammengestellt. Die ist richtig cool. Die kommt hier oben hin zu We Makeup. Dann habe ich hier noch eine Modern Renaissance-Palette. Das ist die echte. Die bleibt. Die kommt mit der Riviera-Palette hier unten hin. Dann hier ein kleines Quattro von Chanel. Abgelaufen 2004, glaube ich. Ich glaube, die ist von 2001 oder so, diese Lidschattenpalette. Aber die ist so vintage, die muss auf jeden Fall da bleiben. Die hat mir eine Freundin geschenkt, die bleibt definitiv. Was weg kann, ist diese Revolution Palette hier. Das ist die Reloaded Iconic Division Palette. Absolut nicht meine Farbe. Benutze ich nicht, sieht schon komisch aus. Die Kami Palette von Revolution. Ich wusste nicht, dass ich so viel Revolution habe. Ist auch eine schöne Palette, aber tschüss. Dann ist noch eine von Liefel Cosmetics. Ach Mist, jetzt habe ich hier aber nicht mehr so viel Platz. Hallo. Ja, die geht hier noch mit rein oben. Perfekt. Hier die kleine von Dior. Eine meiner absoluten Lieblings-Warmtone-Paletten. So ein Rot und Braun. Wunderschön, die bleibt. Hier Wet n Wild. Habe ich mal gekauft, habe ich glaube ich nie benutzt. Ich habe die beiden glaube ich mal gegeneinander antreten lassen. War genau dasselbe. Tschüss. Hier ist von Elon Musk eine Palette. Habe ich die jemals benutzt? Ich glaube auch einmal. Die ist schön. Die ist besonders irgendwie von der Form her und die hat schöne Schimmertöne mit drin. Die bleibt. Dann von BH die Moroccan Sunset Palette. Auch gut, aber benutze ich nicht. Habe ich tausende von. Genauso wie die La Vie d'un Bronze Palette von BH. Auch die ist gut. Na komm, die heben wir mal auf. Das ist eine Influencer Collab. Das kann ich nicht. Ich kann keine Influencer Collabs wegmachen oder auch nur in den Keller packen. Das tut mir weh. Die Nabla Paletten sind einer meiner absoluten Favorite Paletten überhaupt. Ich liebe die. Die sind super, super gut. Gut verblenden und benutzen. Gut, jetzt habe ich hier wieder ein bisschen Platz für die Tarte Paletten. Auch die sind sehr gut. Mag ich gerne. Ich überlege gerade, was hat das für einen Mehrwert für euch? Ich glaube gar keinen. Aber vielleicht habt ihr ja trotzdem Spaß, euch mit mir hier einfach hinzusetzen, weil alleine mache ich es nicht. Ich würde mich hier niemals alleine hinsetzen und anfangen, Lidschattenpaletten zu sortieren. Das ist mir zu langweilig. Entweder ich gucke ein YouTube-Video dabei oder ich rede einfach mit euch.
Und jetzt, Freunde, kommen wir zu den großen Paletten, glaube ich. Hier ist noch eine Orchid Dusk Palette. Seht ihr? Wo habe ich denn die Catrice Dinger? Ach, die habe ich hier schon. Dann kann die weg. Die sind, ach, die ist kaputt. Okay, die kann weg. Die habe ich nämlich hier noch einmal drin. Dann habe ich hier eine Beauty Glaze Palette mal bei Amazon gekauft. Das ist auch noch nicht lange her, 5 Wochen oder so. Wollte ich auch mal ein Dupe-Video zu machen, aber warum soll ich einen Dupe zu einem Dupe vergleichen? Also dann vergleiche ich ja 2 Dupes miteinander. Auch das ist wieder so eine Palette, wo ich nicht weiß, was drin ist. Tschüss. Meine Palette original verpackt noch. Davon habe ich auch ein paar hier hin. Und ich sehe gerade, ich habe hier in der Schublade auch noch Paletten. Einmal die BH Fairy Lights Palette. Die kann hier hin. Hier ist ja jetzt wieder Platz. Auch eine mega, mega Palette ist die Manu MUA Luna Beauty Moonspell Palette. Ich liebe die. Passt die hier rein? Genauso wie die Daisy Marquez Palette. Einer meiner Favorite Paletten von BH. Ich liebe diese Farben. Die sind extrem bunt und ein Traum. Und ich liebe das, dass man das so... Das ist so innovative. Schaut euch doch... Queen! Dann habe ich hier... Ah, okay. Hier sind die Paletten, die sonst nirgendwo reinpassen. Aber ich habe hier alle Paletten von Luvia. Die werfe ich natürlich auch nicht weg. Aber dann kann ich die von hier mit dazu packen. Und dann habe ich einmal komplett die Sets von Luvia zusammen. Genau, das sind diese Luvia-Paletten hier, alle möglichen. Die kommen hier hin. Zu der Jeffree Star Controversy und Blue Blood Palette. Da kommt ja auch bald noch eine andere dazu. Deswegen habe ich die Mini Controversy da auch drin. Die Jeffree Star Dinger nehmen einfach so viel Platz weg, die passen nirgendwo hin. Dann habe ich hier noch die Alexis Stone Palette von Revolution. Bunt. Benutze ich nicht. Revolution Pro, richtig schöne Blushfarben. Warum ist die da drin? Ich habe doch eine Schublade mit Face-Paletten irgendwo. Ach, hier. Oh Gott, ich sehe schon, Freunde, wir müssen auch hier bald wieder durch. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn wir alle Schubladen nochmal durchgehen sollen. Weil durch den Umzug ist einiges wieder zusammengekommen. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu den Paletten, die groß sind. Ich glaube, ich eröffne eine Morphe-Schublade, denn ich habe mittlerweile sehr, sehr viele Paletten von Morphe. So große, bulky Paletten, die sonst nirgendwo reinpassen. Hier, noch nie benutzt. Das ist die Artistry 350 Natural Glow Palette. Die Beauty Bay Identity Palette, auch die ist schön. Sieht einmal so aus. Schön bunte Farben, aber auch ein bisschen neutral. Die bleibt. Genauso wie diese Oldschool-Paletten hier von BH Studio Pro. Diese riesengroßen Paletten. Die kommt aber im Keller, weil die ist iconic einfach. Hat Sinn gemacht? Nee, ne? Okay, hier oben geht's. Oh Gott. Juvia's Place. Die passen auch nicht rein. Mann. Die rein, die Strawberries and Dream Palette. Auch die liebe ich über alles. Luna Beauty macht No Tea, No Shade. Echt mega, mega gut und die Schattenpaletten. Okay, jetzt kommen wir aber hier zu der James Charles Palette, die bleibt. Wobei ich die ehrlich gesagt ein bisschen überhyped finde. Zodiac. Ich mache meine Morphe-Schublade hier. Jaclyn Hill Palette. Ich verstehe auch nicht, warum die alle unterschiedlich groß sein müssen. Könnt ihr die nicht irgendwie gleich machen? Ich habe jetzt hier 5 verschiedene Morphe-Größen drin. James Charles muss natürlich groß sein. Dann kommt Jaclyn Hill, dann kommt die 350er. Dann habe ich hier noch diese Palette, das ist die 351. Die hat wenigstens dieselbe Größe. Habe ich noch eine? Ja, hier. Auch noch eine große. Die hat wieder eine Zwischengröße. Die ist wieder größer als die James Charles Palette. Warum? Please tell me why. Dann habe ich jetzt hier unten die Morphe-Schublade mit den ganzen großen Morphe-Paletten. Dann kommt da drüber ist... Okay, hier oben habe ich ja noch Platz. Hier ist ein Pinsel drin. Hi, Luisa. Die Identity Beauty Bay. Morphe. Juvia's Place. Zodiac Palette. Eine Verpackung von meiner Palette. Boutique. Habe ich auch schon wirklich hit the pan. Ich liebe diese Palette hier. Noch eine Juvia's Place Palette. Die kommt auch hier mit hin. Die Cheekleader Palette von Benefit. Ich liebe die. Wo ist der Pinsel? Und die Mitchell Palette von Beauty Bay. Die kommt hier auch mit hin. Welche jetzt letztendlich aber weg kann, ist die NYX Swear By It Palette. Die habe ich auch schon ewig. Ich benutze sie nicht mehr. Und im Vergleich zu den anderen Firmen... Ich zeige euch eigentlich die ganze Zeit nur meinen Bauch, sorry. Zu den anderen Firmen sind die so ein bisschen überholt, wenn ich ehrlich bin. Deswegen tschüssi. Haben wir es geschafft? Haben wir es wirklich geschafft? Ich glaube ja. Ich zeige euch jetzt mal kurz die fertigen Schubladen.
Okay, Freunde, ich zeige euch jetzt mal kurz die Schubladen. Wir haben hier einmal eine. Ist ein bisschen knapp bemessen, ne? Hier die BH-Paletten. Catrice. Da hinten sind die Influencer-Collabs, hier so kleine, die dazwischen gepasst haben. Und hier die Liefel Cosmetics-Paletten. Man hat einfach so, also ich kenne ja meine Paletten, ich weiß, wie sie aussehen. Ich weiß, wenn ich sage, okay, ich möchte die Catrice, euch das, dann nehme ich diese hier. Das weiß ich einfach anhand schon von der Verpackung. Das ist einmal die Kiste, die jetzt erstmal in den Keller kommt. Heißt nicht, dass sie schlecht sind, aber irgendwie kann ich mich und will ich mich auch nicht davon trennen. Das ist der Stapel, der wegkommt in Müll, weil sie einfach, ja, sie sind entweder wirklich schlecht oder ich benutze sie nicht oder sie sind giftig. Weiter geht es mit dieser Schublade. Nee, das sind Lippenstifte. Oh Mann. Seht ihr, das meine ich. Das passt da nicht und dann lege ich es immer so hin und dann ist es kramig schon wieder. Okay, aber hier. Ist ein bisschen Platz jetzt, ne? Hier die ganzen Influencer-Collabs von BH, Nabla, Luna Beauty. Richtig, richtig schön. Weiter geht es hier mit der Morphe-Schublade. Da kommen in den nächsten Wochen noch mal ein paar dazu. Ich weiß es schon. Und hier oben. Nee, hier haben wir. Was nicht? Die ist eigentlich leer. Die ist auch leer. Wow. Hier haben wir noch die Paletten, die sonst irgendwie nirgendwo reinpassen. Be Perfect, Juvia's Place. Und so. Ja, Freunde. Und hier muss ich jetzt auch darauf räumen. Schön, Freunde, dass ihr mit dabei gewesen seid und mir mich ein bisschen emotional unterstützt habt. Ich weiß, es war jetzt nicht das spannendste Video, nicht die beste Qualität, nicht der beste Ton, aber ich dachte, ich nehme euch einfach mit und wir machen das mal gemeinsam, weil sonst mache ich das nicht und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr hier mit dabei wart. Also, ich danke euch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Passt auf euch auf!